Ja, hallo und damit willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. So, wir gucken jetzt als allererstes mal, bevor wir irgendetwas anderes machen, gucken wir jetzt erstmal hier rein in die News. Gibt's hier was Neues? Diese Fortnite-Mess. Coming soon. Müssen wir mal schauen, was das dann genau ist. Jetzt gehen wir mal in die Lobby zurück. Gehen wir in den alten Shop rein. Und da haben wir nach wie vor jetzt hier den Arachni. Wir gucken mal einfach, oh, wie die Votes von euch aktuell dafür sind, für den Arachni. Hier haben wir 3,38 von 5 bei 16 Votes. Das ist nicht so stark, wie ich es eigentlich vermutet hätte. Also scheint euch nicht so gut zu gefallen, wie er uns gefällt. Allerdings hier der Spider-Knight. 4,14 von 5 bei 14 Votes. Am 22. Oktober, gestern ist erstmal rausgekommen. So, 193 Mal Reminders gesetzt. Das Ding ist halt auch einfach nur geil, ne? So, dann haben wir hier den Hatchling, den wir ja sowieso mega nice finden. Schau mal, wie sind da eure Votes für? 3,75 von 5 bei 4 Votes. Alles klar. Dann hier diese Picke, der Webbreaker und ja, 4 von 5 bei 3 Votes. Also scheint auf jeden Fall ziemlich gut zu gefallen, das Ding. So, dann sind wir hier bei dem Bandolier und den finde ich nice. Den finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Sieht echt cool aus. Hier auch die Brille. Ein richtiger Typ, ne? Ein richtiger Typ. Ist geil. Also, hier an der Seite die Haare noch ein bisschen wegrasiert. Erinnert mich so ein klein wenig, so ein bisschen an Mr. T von früher, wobei Mr. T war nochmal eine Spur fetter, sage ich mal. Und ich finde ihn trotzdem echt cool. Also macht auf jeden Fall was her. Und ich finde, das Ding hat wenigstens schon einmal 7 von 10 verdient, der Bandolier. Jetzt gucken wir mal, wie sind da die Votes? 3,62 von 5 bei 13 Votes. Am 27. Mai 2018 das erste Mal drin gewesen. 6 Mal seitdem. Ja. Gut. Jetzt kommen wir zu einem neuen Emote. Gucken wir mal, was der kann. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich kenne ihn noch nicht. Ziehen wir uns das Ding mal. Finde ich richtig scheiße. Gibt's da. What? Ehrlich? 5 von 5 Votes bei 4. Also, ich finde die Musik grausam. Ich meine, okay, also die Animation ist cool, aber die Musik finde ich schrecklich. Also, sorry, aber ich kann dem Ding. Also, ich gebe dem. Kann dem nicht mehr als 5 von 10 geben. Ich finde die Musik schrecklich. Oh Gott. Okay. Oh, jetzt kommen wir zum nächsten, wo es auch wieder auseinandergeht. Mit Kommando gebe ich, keine Ahnung, 2 von 10. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder der Oberbrüller. Ja, wie immer. 3,95 von 5 bei 20 Votes. Da haben wir die Plunger. Hier habe ich 7 von 10. Und Plunger hat hier 3,75 von 5 bei 11 Votes.
hören wir uns mal an. Hatte der ja sofort. Auch die finde ich allerdings cool jetzt hier. Das finde ich cool. Ja, ich finde den cool und ich weiß, dass dieser Beat mir wieder jetzt die ganze Nacht nicht aus dem Kopf rausgehen wird. Ich gebe dem Ding 9 von 10. Der Zani. Und der Zani hat hier 3,46 von 5 bei 13 Votes. 11 Mal bereits drin gewesen. Und dann kommen wir zum Roadtrip. Und, Leute, ernsthaft, 0 von 10. Ernsthaft, was? Ey, das ist ja jetzt wohl ein Witz, oder? Ey, das ist ja, also sorry, aber das ist ja wohl jetzt ein Witz, oder? 5 von 5 bei 1, wer gibt denn auf sowas 5 Punkte? Ernsthaft? What? Also sorry, aber das ist für mich nicht mehr. Also da werde ich nicht mit fertig. 5 von 5, das ist 0 Punkte. So, also sorry, aber also wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Guy. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.